Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Le Blas mit einem neuen Video heute für euch, Leute. Wir reagieren heute mal wieder auf iCrimex, Leute. Wenn ihr schon mal nichts zu verpassen wollt, würde gerne Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefällt, würde mich ebenso freuen. Und dann würde ich sagen, Leute, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Spiele jetzt War Thunder. Schließe dich Millionen von Spielern im Umfang. Hallo Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Leute, wie ihr schon sehen könnt, es ist gerade immer noch der Schneesturm hier in Los Santos, aber Ende der Woche soll der Schneesturm wieder vorbei sein und dann sollen hier wieder richtige Sommertemperaturen sein, aber aktuell sind immer noch frostige minus 20 Grad hier in Los Santos, deswegen würde ich sagen, steigen wir mal hier in die G-Klasse und wir werden jetzt als allererstes mal Paul Berger von der Schule abholen, denn meine Freunde, die Schule fällt aus, denn die Heizung ist ausgefallen und deswegen dachte ich mir, wir gehen den alten Paul Berger jetzt mal abholen von der Schule und dann werden wir was richtig Cooles unternehmen. Denn ich habe gesehen, in der Stadt hat ein neues Geschäft aufgemacht. Und zwar kann man da jetzt Schneemobile kaufen. Da können wir richtig Action heute machen. Lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Und Alter, ey Leute, wie leer sind eigentlich die Straßen? Seht ihr das? Ey, das ist ja komplett krank. Normalerweise ist hier doch immer richtig viel los. Ich glaube, kaum ein Auto kann hier bei diesen Temperaturen auf der Straße fahren, weil alles komplett glatt ist. Zum Glück haben wir hier diese fette G-Klasse, die hier fahren kann. Leute, gar kein Problem für uns. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Paul Berger von der Schule abholen und let's go. So Leute, wir sind jetzt hier bei der Schule angekommen. Oh, da ist Paul Berger, ey. Alter, Paul Berger, was geht ab? Wow, Alter, was geht los, Alter? Ey, hör auf, Schneebälle auf mein Auto zu werfen, Paul Berger. Ich glaube, du spinnst kurz, doch. Ich mach kurz mal neue... Alter, oh Gott, komm, lass uns weiterspielen. Ey, Dante, was geht ab, Alter? Was geht, Max? Lass uns die G-Klasse abwerfen. Guck mal. Nein, ey, hör auf, meine G-Klasse ab. Paul Berger, jetzt hört auf, meine G-Klasse hier abzuwerfen, Jungs. Reicht jetzt. Auf Max werfen. Okay, okay, okay. Du willst wohl eingeseift werden, kleiner Bruder, hä? Komm her, komm her. Komm her. Ich werde dich jetzt einseifen. Wirf ihn ab, Alter. Wirf ihn ab, schnell. So. Oh, jetzt wirst du eingeseift, kleiner Bruder. Max, lass mal. So, na, wie schmeckt dir das, kleiner Bruder? Yeah. Leute, schreibt es mir in die Kommentare, wer kennt sich mit kleinen Geschwistern, die immer so komplett fertig gemacht im Schnee, immer so komplett Kopf in den Schnee gesteckt. So, ey, jetzt reicht's aber hier. Genug mit Schneeschnack. Dante, ich wünsche dir was, viel Spaß. Komm, Paul Berger, ich hol dich ab. Okay, ciao, ciao. So, let's go. Steig ein in die G-Klasse, Junge. Alter, weißt du, wie cool, wir haben keine Schule einfach wegen dem Schnee. Ja, übelst krass, ne? Auf einmal hier minus 20 Grad im Sommer. Das Wetter spielt komplett verrückt. Ey, aber Paul Berger, ich habe mir eine krasse Idee überlegt. Und zwar, ne, du hast ja hier schon gesehen, es schneit überall. Und zwar, ich habe gesehen, es gibt jetzt einen Schneemobilhändler hier in Los Santos. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt hier zwei Schneemobile und dann machen wir heute richtig Action. Oha, Alter, voll geil, Mann. Ja, dann würde ich sagen, let's go. So, Leute, hier bei diesem Autohändler habe ich gehört... Ah, ja, oh mein Gott. Alter, wie geil ist das denn? Alter, die sind ja voll cool. Boah, Paul Berger, siehst du das hier schon? Boah, darf ich einfach drauf gehen? Alter, nee, nee, warte, warte, nicht an. Ich habe noch nicht gekauft. Paul Berger, mach keinen Faxen, ich habe noch nicht gekauft. Mach's nicht kaputt, okay? Wow, Alter. Ja, komm, wir gehen rein. Ey, Leute, seit wann gibt's denn Schneemobile in GTA? Das ist ja so geil. Wo ist denn hier der Händler? Jetzt auf Schnee rumzuwerfen. Am Ende verkauft er uns nichts, Paul Berger. Hallo? Ja. Hallo? You're right, Jeremy. Ich mag den Geschäft mein Leben. Ich sag ihn, ich hab mein Auto erstmal weggepackt. Ich hab die Garage getan, die Schneemobile. Ich sage dir, alle gering verdienen und auch hier. Hallo, ich hallo. Ich hab Kunden. Ja. Oh. Ja, schönen guten Tag. Hast du uns hier gerade Geringverdiener genannt? Ja, haben Sie ein Schneemobil? Nein. Dann ich habe euch so genannt. Das geht doch noch nicht. Sie sehen immer die Straße, ne? Guck mal, sie haben gute Klamotten an. Ja? Sie haben Drip, sie haben Style. Ja. Ja, schöne G-Class, ja? Auf jeden Fall gut. Aber jetzt Ihr Ernst, Sie haben kein Schneemobil? Ja, deswegen sind wir hier, um eins zu kaufen. Beruhig dich mal. Genau, deswegen. Sie sind kein Geringverdiener mehr, weil Sie hier kaufen wollen. Schneemobil Deluxe. Ja, wir wollen ein krasses Schneemobil. Wir wollen sogar zwei kaufen. Für mich und meinen kleinen Bruder. Zwei ja, Stück. Ja, sogar right, zwei, right, Alter. Right. So, kleiner... Kleiner Junge, ich sehe schon, du hast diesen Anzug, du auf jeden Fall wissen, was Ausstyle ist. Ich würde dir wirklich die schwarzen hier empfehlen mit den roten Akzenten, passend zu deiner Krawatte. Stark. Ich bin aber der hier. Willst du den roten, Paul Berger? Ja, das ist gut. Cool. Auch die schwarzen Akzente, die da sind, das ist gut mit Dings. Fahr in drei Runde, komm, du kannst gerne eine Runde fahren. Fahr mal eine Runde, Paul Berger. Oh mein Gott, mach keinen Unfall, mach keinen Unfall.
Oh, hast du kein Problem, sie bezahlen doch sowieso. Oh Gott, der tritt komplett durch, mein kleiner Bruder. So, ich komme sofort wieder für Sie. Ich habe für Sie etwas Besonderes vorbereitet. Ach, okay, dann bin ich mal gespannt, Leute. Vielleicht hat er ein besonderes Schneemobil für mich. Alter, Max, guck mal, wie es rutscht. Oh Gott, mach bitte langsam, mach hier nichts kaputt, ja? Pass auf, guck mal, das ist voll rutschig. Guck mal, ich kann sowas machen deswegen. Ey, ich will jetzt auch mal fahren. Ich glaube, ich nehme hier den gelben, aber der meint irgendwie, er hat was Cooles für mich vorbereitet. Ey, kann man damit auch Wheelie machen, Paul Berger? Ich weiß nicht, Wheelie. Ist voll schwer. Ah, nee, geht leider nicht. Der ganze Kunde! Ich habe ihn perfekt zu der Jacke natürlich eins fertig gemacht. Alter, wie geil das aussieht in dem Hellblau. Das muss natürlich Style haben. Sie sehen, die roten Akzente passen perfekt zu ihrer Kappe und das Schwarze für das Schlichte, ja, passen zu Hause. Also ich muss schon sagen, der Wagen, also das Ding hat wirklich Trip, das haben sie gut gemacht. Ja, dann sagen Sie mal, was kostet der Spaß hier, die zwei Schneemobile? Natürlich, jetzt aufgrund von dem ganzen Schneefall und so, kostet eins 300.000. 300 für eins? Für eins, ganz, ganz genau. Wisst ihr was, ich mag, wir sind ein Rabatt, ja, sie kaufen zwei für 550.000. Okay. Alter, nein, wir nehmen die für 450.000. Warte mal, Paul Berger, lass mich das regeln. Ey, Leute, der will hier eine 500.000 für zwei Schneemobile, das ist viel zu viel. Ich werde den ein bisschen verarschen. Okay, lassen Sie uns reingehen. Ich will nicht hier draußen vor der Tür mit so viel Geld. Ey, Sie Geringverdiener, gehen Sie mal. Ey, der hat meinen kleinen Bruder geschossen. Was ist das denn? Ey, ja, fass nicht meinen kleinen Bruder an, Junge. Oh, sorry. Alter, was hat der denn gemacht, Mann? Ja, Chef, lass mal kurz reingehen. Ich will nicht hier draußen vor diese ganze Geringverdiener mit so viel Geld rumhantieren. Paul Berger, bleib kurz draußen. So, Okay, Leute, wir werden ihn jetzt einfach abziehen. Das weiß der noch gern. So, ich habe natürlich auch ihr Geld dabei. Warten Sie mal hier. Oh, perfekt. Ich will schon mal Büro, das ist mein Geldzählmaschine. Genau, hier 500.000 Dollar habe ich hier in dem Koffer mit drin. Okay, ich hol hier schon mal das Geld kurz raus aus dem Koffer, ja? Ja, machen Sie das. So. Oh, sehen Sie diesen schönen Batzen Geld in meiner Hand? So. Was Sie machen hier? Einfach am Abziehen hier. Was ich hier mache? Ich werde mir jetzt meine zwei Schneemobile holen. Du glaubst ernsthaft, dass ich hier eine 500.000 für zwei von den Dingern zahle? Du hast Lack Wir machen alle unser Business hier, right? Ist ja okay, du kannst dein Business machen, aber dein Business besteht aus Schlafen gehen, Junge. So, hier, weg mit dir, Junge. Leute, denkt ihr, das reicht? Denkt ihr, wir müssen das jetzt gleich aufwachen und uns dann verpetzen? So, komm hier. Am besten, warte mal, ich werde ihn noch kurz einmal wegtasern, dann schläft der richtig. So. Und... Oh, lol, der pinkelt sich sogar ein. Oh Gott, der pinkelt sich ein, weil wir den getasert haben. Okay, wir hauen hier ab. Ich glaube, das reicht, Leute. Ich glaube, der hat genug. Jetzt machen wir ein bisschen Action mit den Schneemobilen. Paul Berger, was geht ab? Hast du bezahlt? Ja, ich habe bezahlt. Du weißt ja, wie wir sonst auch immer bezahlen. Ach du, wow, let's go. Wie cool ist das? Komm, lass mal eine Runde drehen, Paul Berger. Der Typ ist immer schön geflogen. Die sind übelst cool, die Dinger. Alter. Ey, Leute, lasst dafür mal mindestens 20.000 Likes dafür, diese coolen Schneemobile. Oh mein Gott. Ey, Paul Berger, lass mal bei Essie vorbeifahren und bei dem ein bisschen flexen, was wir für coole Dinge haben. Und der hat es nicht. So, komm, wir fahren mal zu Essie damit, Leute. Let's go. Oh, und wir müssen unbedingt damit eine coole Rampe. Oder auf Mount Chiliad. Lass damit auf Mount Chiliad gehen. Damit einen riesigen Berg runterfahren. Das wird ultra cool. So, aber erstmal hier. Alter, Digga. Paul Berger fährt komplett krank. Ab zu SU, Leute. So, Leute, wir sind bei SU angekommen hier bei seinem Haus. Ihr wisst es doch, hier kennt man doch dies, das. Oh, Leute. Oh, ich glaube, er ist aber vielleicht noch ein bisschen schlecht auf mich zu sprechen, weil wir ihn doch gestern so abgezogen haben. Okay. Paul Berger, wo bist du? Komm her. Guck mal, Max, guck mal. Wir gehen Onkel SU besuchen. Okay. Er dreht komplett durch. Wir nehmen uns hier mal ein paar Schneebälle. Ja, lass mal Schneebälle auf sein Haus werfen. Lass Schneebälle auf sein Haus werfen. SU. Komm raus, SU. SU, komm raus, Junge. Wo ist er? Hallo? Hallo, SU. Max? Max? Was geht? Was machst du wieder bei mir? Ey, ich wollte dich nur besuchen hier. Paul Berger, hör auf. Ich freue mich, dass ich dich sehe, aber nicht, dass ich Max hier sehe. Max, hör auf, das tut weh. Schneeballschlacht. Lass mich in Ruhe. Jungs. Paul Berger tritt ihn. SU, ich wollte mich bei dir nur entschuldigen für die Aktion gestern. Ich will, dass wir uns nicht mehr streiten. Du entschuldigst dich wirklich bei mir? Ja, ich will keinen Streit mit dir haben. Komm mal mit raus, ich habe was richtig Cooles. Das kenne ich gar nicht von dir. Ja, was richtig Cooles. Okay. Wenn du willst, kann ich dir das auch mal später ausleihen, wenn wir uns dann wieder verstehen. Und zwar, guck mal, wir haben uns Schneemobile gekauft.
Was? Du hast... Oh mein Gott, du hast wirklich Schneemobile bei dir. Guck mal, wie cool das ist. Darf ich damit fahren einmal, bitte? Ja, nimm mal kurz das von Paul Berger. Wir drehen mal kurz eine Runde. Paul Berger, ich nehme das ganz kurz, ja. Wow. Alter. Wow, wie geil ist das? Oh mein Gott. Unnormal nice, ne? Wie teuer sind die Dinger? Ich will... Aua. Also die kosten eigentlich 300.000 eins. 300.000? Aber ich sag dir ehrlich, ne, vielleicht, aber da musst du mir sagen, da musst du mir versprechen, dass du nicht mehr sauer auf mich bist, wenn ich dir das sage. Und zwar, ich bin nicht sauer auf dich, erzähl mir, Bro. Und zwar, ich hab den Typen ausgenockt, ich hab den richtig einen übergekloppt. Niedergeknüppelt. Der müsste noch die nächsten paar Stunden schlafen, der Verkäufer von den Schneemobilen. Also wenn du jetzt demnächst hingehst und dir da eins klaust, dann fällt's nicht mal auf, wenn du auch eins haben willst. Bro. Chillig. Würde ich Retalk aber auch machen. Ehre, Mann, ich küsse dein Auge für diese Information. Ich fahre dann sofort dahin, okay, Digga? Ja, okay, und später sind wir auf Mount Chiliad, da ist so ein Rennen, da kannst du auch mit dazu kommen. Ja, okay, nice, ich versuche noch eins zu bekommen. Okay, let's go. Und danke nochmal, dass du meinen Wagen gerettet hast, ne? Ich küsse dein Auge, ciao, ciao. Er hat sich dafür bedankt, obwohl er 70.000 zahlen musste. Egal, Paul, komm, geh auf dein Schneemobil. Wir gehen jetzt auf den Mount Chiliad, weil, meine Freunde, ich habe gehört, da soll jetzt ein krasses Schneemobilrennen stattfinden. Da werden wir jetzt natürlich mitmachen. Und wer weiß, vielleicht gibt es da sogar wie immer Preisgeld. Deswegen würde ich sagen, ey, ey, was machst du? Ey, Paul, aua. Du bist mir gefallen, ja. Aua, ey. Oh, was war das? Ich hatte noch diese Waffe von Superman, diese Gravity Gun. Alter! Egal, komm, Paul Berger, wir gehen jetzt auf den Mount Chiliad damit. Let's go. Ach du Scheiße, ey Leute, das macht aber auch wirklich so viel Spaß, damit rumzufahren. Ich will jetzt hier mal ein bisschen Offroad fahren. Ey, kleiner Bruder, komm mal, lass mal hier diesen Offroad-Weg fahren. Wow, let's go! Oh mein Gott. Ey, das ist zu krass. Ich will einmal einen fetten Jump damit machen. Oh mein Gott, wir springen jetzt hier drüber. Wow! Oh nein, ich falle hier in die Klippe runter. Oh! Okay, alles gut. Ich bin normal gelandet. Alles gut. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal zum Mount Chiliad und dann machen wir da bei diesem fetten Rennen mit. Let's go. Hey, Max! Ja, Max! Was los, Paul Berger? Was los? Oh mein Gott, oh, du machst hier einfach Vollbremsung. Was los, Junge? Weißt du noch, davor war diese Rampen. Stimmt, hier beim Casino gibt's die Rampen. Alter, voll gute Idee. Junge, lass mal fahren damit. Lass hier die Rampen springen. Cool, wow. Springen. Ey, warte mal. Ich glaube, ich kann hier einen Wallride machen. Ich mache hier einen Wallride mit Snowmobil. Guck mal, Paul Berger, ich fahre an der Wand. Wow. Oh mein Gott. Was macht ihr hier? Hier ist jemand. Ey, moin Meister, was geht ab? Moin Meister, kann ich euch helfen? Wir wollten hier ein paar Rampen mit unseren Schneemobilen springen, aber ich sehe gerade, du hast auch schon die Idee gehabt. Natürlich, ich trainiere für das Turnier später, für das Rennen. Ach, du willst auch zu dem Rennen gehen? Davon haben wir auch gehört. Natürlich, da gibt es 200.000 Gewinn. $200.000? Oha, das wusste ich noch gar nicht. Ja, natürlich, so, aber ich muss jetzt weiter, ich muss üben, ja? Ja, okay, wir sehen uns später beim Turnier, Junge. Ja. Max, guck jetzt. Okay, ich guck. Paul Berger. Oh, Leute, wir müssen auch über die Rampe springen. Ey, habt ihr das gehört? Wir kriegen $200.000 später beim Turnier. Und jetzt werden wir hier auch fett drüber jumpen. Let's go. Oh mein Gott. Wow. Ich mache einen Frontflip und Backflip und... Aua. Oh Gott. Ach du Scheiße, ey. Ist dir gut? Oh, das hat echt weh getan, der Aufprall. Aber alles gut, Paul Berger. Oh, man kann hier sogar grinden auf den Dingern eigentlich, ne? Guck mal hier so. Wow. Oh, schade. So, und let's go, Paul Berger. Wir müssen noch ein bisschen üben. Komm, feier die dicken Rampen. So, ey, wo fahre ich denn hier? Ich bin voll auf der falschen Spur. Ich bin falsch gefahren. Ja, warte, ich komm zurück. Oh, Max, du bist so in die Erstmal hier ein Bunnyhop drüber. Wow. Oh mein Gott. Sollen wir versuchen, hier diese Spirale zu fahren, Leute? Warte mal. Oh, grinden. Okay, man kann hier sogar grinden, Leute. Sehr, sehr geil. Wow. Guck mal jetzt, Alter, die Looping-Spirale. Guck mal. Oh mein Gott, okay. Paul Berger will die Looping-Spirale machen. Zeig mal her. Ja. Wow, er hat sogar geschafft. Okay, Leute, ich mach das jetzt auch. Und here we go. Oh, wir haben sogar auch geschafft. Oh, wichtig. Wow, beides geschafft. Und jetzt noch die letzte auf die Leine. Wow. Alter, Max. Oh mein Gott. Aua. Ey, das war zu krass. Du bist viel zu langsam. Ey, was will der Typ denn hinten? Ja, komm hier hin zur Megarampe. Wenn du schaffst, da hochzufliegen, höher Sieg, dann bist du besser. Dann haben wir ein Problem oder was? Ja, wenn du mit deinem Schneemobil. Ey, auf mich zu hauen. Wir sehen uns beim Rennen, Junge. Loser. Komm, ey, Paul Berger, verprügeln ihn. Scheiße, ey. Komm, den Mann, ey, scheiß drauf, wir machen ihn beim Rennen, werden wir den abziehen. Pop, er holt direkt die Waffe raus. Lass noch eine Runde üben, dann fahren wir auch zum großen Rennen und dann werden wir den Ey, das ist meins, Junge. Ey, guck mal, ich hab da hinzu. Paul Berger, gib mir mein Schneemobil.
Hol's dir noch. Au, ey. Warum fährst du mich denn über den Haufen, Junge? Und geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, komm. Lass noch eine Runde drehen, dann fahren wir zum großen Rennen. Warte, ganz kurz, Max. Nein, hör auf, mich mit Schäbeln abzuwerfen. So, okay, Leute, hier noch einmal wichtig, Wallride. Aua, ich falle ja hier nur hin. Ich glaube, das wird nichts mit meiner Karriere als Schneemobilfahrer. Ich crash ja hier nur, Alter. Ich mach das! Ja. Oh Gott, Paul Berger, oh Gott, wo ist er gelandet? Oh, bei mir! Wir fahren jetzt zu dem großen Rennen auf dem Mount Chiliad und let's go, meine Freunde. Okay, ey, Paul Berger, bleib stehen. Hier oben geht's auf dem Mount Chiliad hoch. Ich würde sagen, lass uns ein kleines Wettrennen machen unter Brüdern. Okay. Wir machen einfach. Fahrradfahrer, guck mal, wie doof die sind. Da. Hey, yo, auf dem Weg. Lass mal die Fahrradfahrer abwerfen. Guck mal, ich hab sogar. Para GX Browser. Ein Browser für Gamer. Okay, eigentlich ist es einfach nur ein cooler Browser für jeden. Kieselsteine reingemacht in meine Schneebälle. Bleib liegen, Junge. Was liegt die sich, Alter, mit den Fahrrädern? Oh, sorry. Okay, wir machen eine Wette. Wer zuerst oben ist, der kriegt eine Woche lang die PlayStation 5. Okay, warte. Dann drei. Warte. Zwei, eins, los geht's. Okay, oh mein Gott, Leute, wir müssen auf jeden Fall vor unserem kleinen Bruder oben ankommen. Oh, er ist schnell, er ist krass. Beiseite, danke. Junge. So, danke, komm, schnell hoch. Nee, ich werde nicht warten. Es geht hier um eine Woche PlayStation 5, Junge. So, aus dem Weg, Wanderer. So, komm. Oh nein, nicht runterfallen. Oh nein, Paul Berger hat uns überholt. Oh Gott, er ist schnell. Er ist gecrashed. Wichtig. Und wir ziehen weiter durch. Oh Leute, wir werden gleich easy das Rennen hier auf Mount Chiliad gewinnen. Und easy 200.000 dafür kriegen. So, schnell hier hoch. Oh, da laufen Berglöwen rum. Okay. Wow. Oh Gott. Ey, Paul Berger kommt ja gar nicht hinterher. Hihi. So, wo ist der denn? Oh, da hinter uns. Okay. Oh nein. Schnell. Ist er vor mir? Nein, er ist nicht vor mir. Er ist hinter mir. Ja. Sehr gut. Er kommt nicht hinterher. Wir sind einfach zu gut, Leute. Wir haben das Spezialschneemobil. Wir sind einfach zu gut. So, zack. Hier. Oh Gott. Schnell. Nein. PlayStation 5 gehört eine Woche lang mir. So, schnell. Wallride, wichtig. Nicht hier runterfallen. Oh, Leute, wer kennt noch diese alte Challenge immer gegen Standards geht, wer zuerst auf Mount Chiliad ist? Wer kennt es noch? So, komm. Ey, also Paul Berger, der kommt ja gar nicht hinterher, der kleine Bummi. Und hier Kickdown schön auf der Geraden. Sind da oben eigentlich schon Leute wegen diesem Event? Seht ihr schon was? Ich sehe noch niemanden. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Max! Wo bist du denn? Ich komme! Ach, da hinten. Du bist ja richtig langsam, so easy gewonnen. Dankeschön für eine Woche PlayStation. Boah, da oben sind Leute. Hier muss das Event stattfinden. Komm hier hoch, Paul Berger. Oh, Alter. Du hast auch mal hierhin geschafft, ne? Ja, wir haben es auch mal. Lol, SU ist auch hier. SU, was geht? Da bist du ja endlich. Bro, guck dir mal an. Du hattest recht. Ich habe jetzt auch so ein Snowmobil. Voll geil. Alter, geil. Ja, wie sieht's hier aus? $200.000 soll es hier zu gewinnen geben, habe ich gehört. Richtig, ich bin der ehemalige Champion vom Schneemobil. Du bist der Champion? Hey, hau mal mein Schneemobil zu treten. Sag mal. So, komm. Aua! Guck mal, wir haben den Idioten da runtergeboxt. Ja, komm doch hoch. So. Hey, hör auf, du bist disqualifiziert. Okay, meine Freunde, hört mir zu. Es geht hier um $200.000. Und zwar, wer zuerst mit seinem Schneemobil unten am Tunnel angekommen ist. Die normale Strecke, okay? Ihr kennt alle die Strecke dort unten am Tunnel, ja, ne? Kein Problem. Yes. So, 200.000 Euro für den Gewinner. Wer zuerst da ist, es ist alles erlaubt. So, okay, dann jetzt alle an die Startlinie gehen. Und Leute, das Ding ist, die wissen nicht, ich habe hier Waffen dabei. So, wenn die mir zu schnell sind, dann werde ich die einfach sabotieren. Werde ich die anschießen, so ein Ding ist das. So, okay. Dann würde ich sagen, seid ihr alle bereit, meine Freunde? Ich bin bereit. Ich bin ready. Okay, dann 3, 2, 1, los geht's. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, hab direkt einen Bunnyhop runtergemacht. Nein, nicht crashen. Hier, Offride. Nein. Oh, boom. Let's go. Oh mein Gott, wir sind einfach der Beste, meine Freunde. Hier, richtig. Schneemobil Downhill. Oh, komm. Alter, das war so ein guter Start, dass wir da so runtergejumpt sind. So, komm. Easy, Digga, easy. So, komm, hier werden wir auch mal wieder ein bisschen abkürzen. Oh nein, das war schlecht. Ich wollte hier drüber fahren. So, ey, wo sind die denn? Ihr seid zu langsam, Leute. Oh.
Paul Berger. Wow. Paul Berger, geht's dir gut? Was ist los? Bleib stehen. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Wow. Das hier ist so downhill. Oh mein Gott. Hier vor mir ist einer reingecrasht. Wow. Ey, das ist Paul Berger. Sehr gut, sehr gut. Du holst das Geld nach Hause, kleiner Bruder. So, schnell, 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 schnell. Wow. Richtig, richtig und wichtig, richtig und wichtig, richtig und wichtig. Sehr gut, sehr gut. Ey, wir sind einfach viel schneller als die anderen. Wir sind ja auch die Einbruchbrüder. Woo. Aufpassen! So, hier können wir auch wieder ein bisschen abkürzen. Immer schön Freeride machen, Leute. Bam! Achtung! Wow. Sehr gut, hier beiseite, Junge. Wo sind die anderen? Da bin ich wieder! Nein, SU, nein, nein, nein! Der eine, der schummelt! Wie, der schummelt? Wirklich aufpassen! Der macht irgendwelche komischen Faxen, Digga! Alter, SU, Alter! Nein, nein, nein! Oh, let's go! Paul Berger, du musst SU überholen! Oh nein, 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 wo ist der Typ? Er hat eine Abkürzung genommen! Schnell, 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 Paul Berger, schnell! Wir müssen auch abkürzen! Nein, 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 nein! Ich mach jetzt hier Freeride zwischen den Bäumen durch! Wichtig, wichtig, wichtig! So, komm! Und da ist der Tunnel, hier ist der Tunnel! Nein, 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 wir sind gecrashed! Nein, 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 nein! Okay! Ich bin unten am Tunnel, wo seid ihr? Ich glaube, wir sind die Ersten, die da sind, oder? Hä? Was? Nein, ich bin beim falschen Tunnel! Wo seid ihr denn? Ey, ich war beim anderen Tunnel! Oh, ey, Paul! Nein! Ja, egal, ey, ich war zuerst hier! Ich hab gewonnen! Wo ist denn der andere Bummi? Ja, ich war auf der anderen Seite der Tunnel schon längst durch. Ich war jetzt alle ehrlich hier. Ach so. Ey, du hast geschummelt. Ich hab's genau gesehen. Was hat er denn gemacht? Ja, SUV hat der geschummelt. Der hat Scheiße gebaut. Nein, hab ich gar nicht. Da war kein Helikopter, so, der mich hingeflogen hat. Ach, mit Helikopter? Dann steig mal ab, du kleiner Schummler. Ey, mach hier keine falschen Sachen. Du legst dich mit dem Champion. SU, klau sein Schneemobil. Ja, mach ich. So, Jungs, wir haben sein Schneemobil geklaut. Komm, wir hauen ab, Alter. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wenn ihr das Ganze gefeiert habt, hier mit Schnee und so weiter, dann lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da. Checkt die Jungs aus und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crymax. Letztes Video, Leute, für heute. Du hast noch nie Crossout gespielt? Dann ist es jetzt an der Zeit. Crossout ist ein kostenloses Actionspiel, in dem du... Leute, und ich bringe dann die nächsten Tage GTA 5 wieder. Ich habe da richtig Bock drauf, Leute. Wird's wieder Überfälle gehen. Leute, Crymax hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Wir sind hier gerade in der Stadt unterwegs, schön mit unserem Lambo, bist schon am Chillen. Mal gucken, vielleicht kommt hier der ein oder andere YouTuber noch vorbei, mit dem wir uns hier treffen können. So einen auf Lambo treffen, dies, das. Hä, Alter, was geht denn da hinten ab? Ey, hä? Bro, was ist hier schon wieder in der Stadt los, Alter? Fette Einsatzwagen hier, die ganze Zeit Feuerwehr und so. Wisst ihr was, meine Freunde, wir fahren da direkt mal hinterher und schauen mal, was hier schon wieder in Los Santos los ist. Meine Freunde, für mehr GTA 5 RP, ihr wisst, was zu tun ist. Haut natürlich immer den Like-Button blau, lasst ein Abo da und wir fahren... Hey, oh mein Gott! Wow, was? Alter, das ganze Police Department brennt. Ey, Bro, was ist hier los? Warte mal, ich höre Touren. Hallo? Ey, Touren, was geht aber... Niemals mit Touren anlegen, ihr Gelingverdiener! Na, Polizei! Oh, Alter! Ja, fahr weg lieber! Okay, Touren, pass auf dich auf, tschüss! Tschüss! Ach du Scheiße, Leute! Was hat Touren hier angerichtet? Hat der schon wieder... Lamborghini Urus, ihr verfolgt, bitte gelben Lamborghini, ihr verfolgen! Oh mein Gott, die verfolgen Touren. Ey, ich kann ihm jetzt gerade nicht helfen. Guck mal, ey, das habe ich noch nie erlebt, was hier los ist. Oh mein Gott, die ganze Stadt, alle Einsatzkräfte sind hier im Einsatz. Bro, Touren hat, glaube ich, wirklich Streit mit der ganzen Stadt, Alter. Er hat einfach, überlegt euch das, Touren ist so mächtig, der hat einfach das ganze Polizeipräsidium abgefackelt. Ach du Scheiße, Leute. Oh mein Gott, das ist zu krank. Ey, Leute, wisst ihr was, ich gehe mal weg. Nicht, dass ich hier irgendwie auch noch von der Polizei hier rausgezogen werde. Das machen die ja immer ganz gerne, weil ich hier im Lambo unterwegs bin. So, erstmal hier weg. Ey, das ist ja wirklich ganz krank. Ich hoffe, Touren hat es gut weggeschafft, dass sie den nicht eingesperrt haben. Aber Touren schafft es eigentlich immer zu entkommen. Okay, wir warten mal kurz hier. Hä, wer läuft denn da hinten als... Was ist denn der Typ, der da hinten als Agent rumläuft? Warte mal. Ich will mal kurz hören, was der da... Lass ihn mal ein bisschen belauschen. Was macht der denn hier? Ja, das war, glaube ich, dieser Touren, ja. Wir müssen ihn fesseln, ja. Es ist jetzt Zeit, ihn jetzt mal festzunehmen. Wir haben zu viel durchgehen lassen. Hey, die wollen Touren festnehmen. Ja, ich weiß, dass wir nichts mit ihm gegen ihn in der Hand haben, aber wir müssen dann die Operation Delta ausüben, ne? Ja, ich weiß, dass wir nichts gegen ihn in der Hand haben, Officer. Aber wir müssen... Das ist gar nicht gut. Ja, wir müssen sich drum kümmern, verstehen Sie, es geht um Leben und Tod. Nein, stoppen Sie, wir starten die Operation Delta. Operation Delta? Was für eine Operation Delta? Wollen Sie das wirklich machen? Die wollen Touren umbringen! Haben wir verstanden, wir werden es tun. Alles klar. Hol die Leute zusammen. Erledigen Sie das. Wir brauchen Fahrzeuge, wir brauchen Flugzeuge, wir brauchen Helikopter, alles einsetzen. Touren umbringen. Und Sie sofort erledigen. Ganz wichtig, Officer! Holen Sie die Medizin. Die Medizin? Was redet der da? In Ordnung. Ich kümmere mich um alles.
Ach du Scheiße, ey Leute, ich glaube, die wollen Touren vergiften. Die haben irgendwas gesagt, die wollen Touren eliminieren und irgendwas mit Medizin. Ey, wir müssen richtig auf Touren aufpassen. Ich will nicht, dass ihm was passiert. Ihr wisst, Touren ist mein bester Freund, Leute. Ach du Scheiße. Ey, was haltet ihr davon, wenn wir den Typen da mal ein bisschen verfolgen da im Anzug? So, warte mal. Ich werde schnell mal in mein Lambo reingehen. Der läuft da gerade zu seinem Auto. Ich werde den mal ein bisschen verfolgen und gucken, was der macht. Irgendwas mit Medizin und Vergiften und so. Das erscheint mir ganz, ganz komisch. Okay, warte, der steigt da hinten gerade in ein Auto ein. Was macht der? Wir müssen Touren beschützen, meine Freunde. Oh, Leute, er fährt da los. Er fährt da gerade los in seinem Polizeiwagen. Ey, Leute, gebt euch das mal, wie krank das hier aussieht mit dem Feuer. Oh, sorry. Okay, warte, gut. Wir haben ihn kurz gerammt, aber ich glaube, das ist ihm nicht weiter aufgefallen. Okay, wir fahren ihm jetzt einfach mal hinterher. Boah, der gibt auch richtig Vollgas. Der hat auch diese Corvette-Polizeiauto. Wisst ihr was, meine Freunde? Ich würde sagen, wir werden ihn jetzt mal so lange verfolgen, bis wir wissen, was der Typ im Schilde führt. Wir können nicht einfach zusehen, wie die Touren erledigen wollen. Das geht so nicht. Ey, Leute, der fährt hier zum Human Labs, Alter. Ich verfolge den hier schon die ganze Zeit. Okay, warte, hier ist keine Wache. Sehr gut, hier ist keine Wache bei der Pforte. Das heißt, wir fahren einfach mal hinterher. Leute, ich will wissen, was der da holt. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier das Gift holen wollen, um Touren zu vergiften. Irgendwas haben die da ja mit Medizin gesagt. Ganz, ganz komisch. Ey, der ist da reingefahren. Ja, Agent X, da sind sie ja endlich. Geben Sie mir sehen Sie meinen Koffer? Da sind die wichtigen Medikamente drin, um Touren zu vergiften. Aber wir haben ein großes Problem. Ich habe nämlich mitbekommen, dass wir nicht mehr mit der Polizei arbeiten können, da wir sehr viele Spitze haben, die eventuell unser Delta-X-Plan komplett vernichten werden. Deshalb nehmen Sie diesen Koffer und achten Sie auf jeden Fall darauf auf, dass niemand dieses Gespräch oder Gespräche miteinander hört. Doktor, ich weiß, Sie haben was am Koffer, aber die Polizei ist alles in Ordnung. Ich habe das unter Kontrolle. Die Spitzel haben wir bei Tourens Mafia reingesteckt. Ich habe da ein paar Leute, die werden es dann übergeben. Keine Sorge, ja, es wird alles glatt laufen. Aber Scheiße, glauben Sie mir, ich kann Ihnen auch vergewissern, dass wir eventuell auch auf der Yacht vielleicht Touren dort vergiften werden. Wir müssen Touren dort hinten... Alter, was? Genau, auf der Yacht. Ey, Leute, was? Habt ihr das gehört? Die wollen Touren wirklich vergiften. So wie wir es uns schon gedacht haben. Und das ist keine offizielle Polizeiaktion. Das ist irgendeine Geheimorganisation. Keine Ahnung, FIB, CSI, Miami, keine Ahnung, Alter. Die wollen Touren wirklich privat vergiften und die haben schon Spitzel bei ihm eingeschleust. Leute, wir müssen direkt schnell zu Touren und ihn davor beschützen. Irgendwas, dass er gerade eine Party auf einer Yacht macht oder so, wissen die von ihren Spitzeln? Wisst ihr was? Ich werde jetzt als allererstes mal Touren anrufen und fragen, was bei ihm abgeht, Leute. Let's go. Hallo, Touren? Hallo! Geile Musik! Oh, Dance. Was geht ab? Ey, Touren, du musst auf dich aufpassen. Leute wollen dich umbringen. Bist du gerade auf der Yacht, auf einer Party? Ich höre dich nicht, Max. Musik zu laut. Ich bin auf meiner Yacht. Komm vorbei. Ach du Scheiße, er ist wirklich da. Touren, pass auf. Nichts trinken, keine Getränke. Danke fürs Getränk. Scheiße, nein, Leute. Er versteht mich nicht. Ich muss... Ey, Leute, nein. Er hat mich nicht verstanden. Die Musik war zu laut auf der Party. Ey, wir müssen da jetzt sofort hin. Ich weiß, wo seine Yacht immer steht. Der ist da immer am Strand, Leute. Let's go. Wir müssen Touren retten. Oh, Leute, ganz, ganz schnell. Wir müssen uns richtig beeilen. Ich hoffe, Tourens Yacht steht da, wo die immer steht. Nicht, dass der diesmal woanders ist. Ey, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Ich hoffe, die haben den noch nicht vergiftet. Leute, ihr wisst, Touren ist mein bester Freund. Dem darf nichts passieren. Oh, nice, da vorne ist seine Yacht. Aber wie komme ich da jetzt hin? Ich brauche unbedingt einen Jetski. Schnell, alle beiseite hier. Schnell. Da vorne stehen noch immer Jetskis, oder? Sind hier Jetskis, Leute? Oh, nein. Wo sind die denn? Schnell. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Oh, Leute. Wir müssen irgendwie auf die Yacht kommen. Oh, nice, hier vorne steht eins. Komm, schnell auf das Jetski. Ey, nein, Leute, es geht hier wirklich um jede Sekunde. Wenn Touren was von dem Gift nimmt, dann könnte alles zu spät sein. Komm, schnell, Mann. Schwimm. Da vorne ist die Yacht. Oh, Mann, ich sehe da schon Leute drauf. Der macht da richtig Party. Der feiert wieder sein Leben, ey. So, schnell. Oh, nice. Oh, Alter, hier hört man schon voll die Musik. Schnell drauf hier. So, und runter. Oh mein Gott. Alter, ist hier was los? Die machen hier richtig Party. Ey, hast du Touren gesehen? Ey, die sind schon alle so betrunken, die können gar nicht mehr reden. Ja, komm, geh mir aus dem Weg. Wo ist Touren? Oh mein Gott. Alter, die sind hier alle, die haben mir schon so viel getankt, so laute Musik hier. Komm. Nein, ey, ich kenne mich hier auf seine Yacht auch nicht aus, hier Badezimmer. Schnell hoch. Ey, die sind doch bestimmt oben irgendwie in der Kommandozentrale. Zack, hier, komm. Nein, Touren, wo bist du?
Oh, nein. Okay, warte, hier kann man das Ding fahren. Ey, ich glaube, da vorne sind die. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Ey, da ist der Tuan. Oh, lecker. Oh, ey, Tuan, nicht, nein, nicht trinken. Nicht trinken. Nein, aua. Was ist los mit dir? Hey, wer bist du denn? Hey, aufhören! Was bist du denn für einer? Hey, aufhören, Junge! Tuan, nimm mir das nicht übel, aber du darfst das nicht trinken! Ah, ich bin alt genug! Nein! Natürlich darfst du das, ich weiß, aber ey, das ist vergiftet! Leute wollen dich vergiften, ich bin hier, um dich zu beschützen! Die vergiftet. Wer sind die zwei hier eigentlich? Oh, das sind Seppli und Roman! Hör auf, Roman! Das ist mein Freund! Roman hat mich voll umgeboxt, was soll die Scheiße, Roman? Nein, der denkt, du willst mich angreifen. Alles nein, gut. Nein, hör mal nein. Auf damit. Ey, wer sind die überhaupt? Die kenne ich noch gar nicht. Da sind doch gar keine Asiaten in deiner Mafia hier. Ja, die sind vor 5 Monaten zu mir gekommen. Die sind gute Jungs, die machen gute Arbeit. Nein, ja, das sind keine guten Jungs. Die sind vom FBI. Ich habe das FBI beschattet. Was redest du, Mann? Ey, hör auf, Mann! Was ist das für ein Scheiß, Junge? Oh, scheiße. Siehst du nicht, dass sie mich voll boxen wollen? Zettli. Warte mal, ganz kurz. Erstmal, Tuan, hast du schon viel hast du was von denen getrunken? Haben die dir das Getränk gebracht? Halbe Flasche schon. Oh Gottes Willen. Wer seid ihr? Woher kommt ihr überhaupt? Ihr seid kein Asiaten. Was macht ihr bei Tuan? Roman einfach. Was soll ich sagen, Alter? Ey, Tuan. Ich bin von der Street, Mann. Ja, vertrau mir. Die zwei, das sind Spitzel vom FBI. Die wollen dich vergiften. Ah, Maxi, du machst immer so gut um mich. Immer so gut. Ey, so gut. Alter Gott, Lolle. Boss, der Junge wird mir langsam zu frech. Ey, siehst du nicht? Normale du Leute. Du sofort die Waffe weg, Maxi, werde ich töten. Normale Leute von dir würden mir niemals eine Waffe an den Kopf halten. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Die sind nicht normal. So, Jungs. Jetzt, Ehl, hör auf. Seffli, Roman, wenn ihr noch einmal was mit dem Max macht, ihr werdet euch eliminieren. Und eure Familie auch. Ja. Jawohl, Boss. Aber Boss, ich sagte, das ist kein guter Umgang mit dem Kollegen da hinten. Ich will mit Max alleine bleiben. Vertrau mir, schick die weg. Du musst dich für einen von uns entscheiden. Vertrau mir, die sind nicht gut. Schick die weg. Sonst gehe ich weg, Tuan. Tuan, hallo? Geht's dir gut? Ey, Tuan, was ist los? Nein! Lass abhauen, Digga. Ey, die sagen immer, lass abhauen. Nein. Ey, Tuan. Enlisted ist der brandneue und kostenlose Online-Shooter im Zweiten Weltkrieg. Befehlige einen Trupp von Soldaten. Tuan, geht's dir gut? irgendwas stimmt nicht mit dem. Tuan! Ey, nein! Tuan ist umgefallen. Ey, scheiße. Ey, holt einen Arzt! Nein. Tuan. Warte, ich muss schnell hinterher. Was haben die dem für ein Gift gegeben? Leute, ich muss mir schnell diese Leute schnappen da vom FBI. Ey, habt ihr das gehört? Die haben irgendwas gesagt, der Job ist erledigt und die wollen abhauen. Nein. Wo gehen die hin? Sind die da hinten gerade auf dem Jetski? Sind das die da hinten gerade abhauen? Warte, sind die das? Ey, die hauen da hinten gerade ab, Leute, wir müssen hinterher. Nein. Was haben die Touren für ein Mittel gegeben? Wir müssen es ganz schnell rausfinden. Die haben meinen Jetski geklaut. Leute, ich muss die Yacht klauen. Ich muss mit der Yacht fahren. Wir müssen mit der Yacht hinterher, ganz schnell. Ey, Leute, da vorne fahren die. Oh mein Gott, Alter, wir fahren einfach hier mit der 50 Meter Yacht von Touren hinterher. Ey, aber damit sind wir gar nicht so schnell. Ey, die fahren aufs Meer wieder raus. Scheiße. Nein. Wo fahren die denn hin? Was machen die denn? Ey, die schießen sogar auf mich. Ey, ich werde euch packen. Ist mir egal, wir werden mit der Yacht hinterher fahren. Komm. Und BAM! Voll an Land damit! So, kommen jetzt schnell raus hier. Oh mein Gott, die schießen sogar mit Explosionswaffen hier auf mich drauf. Oh mein Gott, wir müssen hier schnell raus. Da vorne sind die. So nicht mit meinem guten Freund Tuan. Nein, oh mein Gott, schnell zum Lambo, Leute. Schnell zum Lambo, wir müssen uns die packen und fragen, was sie dem für ein Gift gegeben haben. Beziehungsweise erpressen, weil die werden uns das bestimmt nicht freiwillig sagen. Wir müssen ein Gegenmittel für Tuan finden. So, komm, ihr werdet mir nicht entkommen, nicht mit Touren anlegen. Wo sind die? Da vorne sind die. Ey, hier alles explodiert, wo sind die denn? Ah, die sind, nein, die hauen mir ab. Gib Gas, Junge! So, komm. Ja, die haben nicht mal ein gepanzertes Auto, die Idioten. Sehr gut, komm. Das ist hier eine Riesenverschwörung gegen Tuan. Das ist doch nicht mal offizielle Polizeiermittlung hier. LAPD-Verstärkung. Alter, nein, die haben gepanzertes Fahrzeug. Komm, aber mit einer zweiten Haftbombe sollte das funktionieren. Zweite Haftbombe. BOOM! So, sehr gut. Wir haben die rausgeholt. So, weißt du was? Den einen werde ich direkt abknallen hier. BAM! Waffe weg! So, und du bleib liegen, Junge! Nicht schieße! So, du Stück Scheiße! Was habt ihr Tuan für ein Gift gegeben? Kann ich dir nicht erzählen. Ganz großer Befehl von ganz oben. Ich kann dir das einfach nicht erzählen. Ist mir scheißegal.
Ist mir scheißegal. Ich will mich töten! Ich hab Frau und Kinder! Ja, wenn du willst, dass dein Frau und Kind dich wiedersehen, dann sag mir jetzt, was ihr ihm für ein Gift gegeben habt. Okay, aber warte, lass mich dann los. Ich erzähl dir alles. Okay, dann sag jetzt. Du musst zurück zu Human Labs und dort wirst du das Gegengift bekommen. Okay, und was ist das für ein Gift? Das kann ich dir nicht erzählen. Los! Ah, warte mal, da ist Polizei. Da ist die Verstärkung angekommen. So, siehst du, was ich mit deinen Leuten mache? Hey, wo ist der hin? Verstärkung, bitte hilf mir! Jetzt mach dir eine Waffe weg, Junge. Mach die Waffe weg, so. Okay, ich hab meine Waffe weggepackt. Also, was hast du ihm für ein Gift gegeben? Sag jetzt! Es ist ein Nervengift, Cyankali nennt man das. Ich kenne mich da aber auch nicht so aus, weißt du? Okay, danke für die Info, du Idiot. Und jetzt geh schlafen! Niemals mit Touren anlegen! Okay, Leute, okay. Oh nein, der hat mein Auto weg. Was soll das? Ey, Leute, ihr habt es gehört. Die haben ihm ein Nervengift namens Cyankali gegeben. Wir müssen unbedingt wieder schnell zu Human Labs und wir müssen ein Gegenmittel dafür finden. Ich würde sagen, Abfahrt, Leute, ganz, ganz schnell. Wir müssen Touren retten, bevor er, ich weiß nicht, ob er das überhaupt überlebt. Der ist bestimmt schon im Krankenhaus, aber die wissen auch nicht, was er für ein Gift bekommen hat. Deswegen müssen wir uns drum kümmern, Leute, ab zum Human Labs. Ey, Leute, Alter, guck mal, hier fahren schon voll die Militärfahrzeuge weg, alle. Hä, was ist hier los? Ach du Scheiße, ich glaube, die machen da irgendwie schon wieder eine neue Operation. Aber egal, Leute, wir müssen uns jetzt erstmal hier auf Touren fokussieren. Deswegen, wir rushen jetzt hier einfach rein und egal, wer sich mir in den Weg stellt, ich werde einfach jeden wegkloppen, ist es mir so egal. So, komm, hier schnell rein. Schnell rein, okay, hier ist ein Tor. Wir sprengen das Tor einfach auf. So, macht das Tor auf, Human Labs! So, sehr gut, hier müssten eigentlich nicht mehr viele Leute sein. Ihr habt ja gesehen, das meiste Wachpersonal ist gerade schon abgerückt. So, okay. Hier ist alles ruhig, niemand ist hier. Wir brauchen das Gegengift. Ich hoffe, hier ist irgendein Wissenschaftler oder so, den wir erpressen können, der uns sagt, was hier das Gegenmittel für das Cyankali. Wir nehmen Badewannen und bauen daraus Schiffe und machen damit ein Wettrennen. Schnell rein. Oh mein Gott. Touren. Ich weiß nicht, er muss durchhalten. Touren, halte durch. Tor auf. Ey, hier ist alles leer. Wo sind die denn? Da ist jemand. Hände hoch! Nicht schießen! So, Hände hoch, du nicht Stück schießen. Scheiße. Nicht schießen. So. Was willst du? Sag mir, was ist das Gegenmittel für Cyankali? Du willst das Gegengift für Cyankali? Ja. Das haben wir gerade den Touren gegeben. Wer bist du denn? Ist scheißegal, wer ich bin. Das hat dich nicht zu interessieren. Gib mir das Gegengift. Das Gegengift? Lass dich mal überlegen. Da musst du mir ganz kurz mal folgen. Ich habe Befehle von ganz oben bekommen. Eigentlich kann ich dir das nicht geben. Ist mir scheißegal, wenn dir dein Leben was wert ist, dann gibst du mir das Gegenmittel. Okay, los! Dann komm mit. Dann lass uns mal ein. Komm mit. Nicht schießen, habe ich gesagt. Ich schieß so viel, wie ich will, Junge. Nächste Kugel ist in deinem Kopf. Los, schnell. So, Junge, deine Zeit ist abgelaufen. Gib mir jetzt das Gegenmittel. Ich geb dir das gleich. Das muss hier irgendwo in der Ecke liegen. Gib mir noch ganz kurz. Moment. Auf die andere Seite müssen wir. Ey, du verarschst mich doch gerade. Du willst wohl, dass mein Kollege stirbt. Nein. Warte kurz. Da unten auf der rechten Seite, hier drin ist es. Okay. Das ist das Gegenmittel. Das ist das Beta-Alanin. Okay. Das musst du ihm verreichen. Wie lange habe ich noch Zeit? Wie lange hält Tour noch durch ohne das Gegenmittel? Du musst dich wirklich beeilen, nur noch 2 Stunden. Sonst wird er leider sterben. Ach du Scheiße, okay. Aber weißt du, wer jetzt auch sterben wird? Du! So, Leute. Und jetzt nehmen wir hier den Koffer mit und dann ganz schnell zu Touren, Leute. Die Zeit läuft. Ey, nein, Leute. Dieser Stück Müll hat einfach den Alarm ausgelöst. Seht ihr das? Wir haben jetzt schon 5 Sterne. Oh mein Gott, wir müssen hier unbedingt raus. Wir müssen hier ganz schnell raus. Und wie gesagt, die Zeit läuft. Ich glaube, wie lange ist das jetzt her? Vielleicht 1,5 Stunden? Wir haben noch 1/2 Stunde. Dann ist es aus für Touren. Ey, Leute, in 1/2 Stunde jetzt schnell ins Krankenhaus. Los. Wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott, Leute, wie viel ist hier los? Ey, wir haben direkt 5 Sterne. Was ist hier los? Das ist zu viel. Leute, nein, für Touren. Okay, wir müssen überlegen, was würde Touren jetzt in meiner Situation machen? Er würde die Minigun auspacken. Niemals mit Touren anlegen! So, komm, schnell. Beiseite, Geringverdiener! Oh mein Gott, Leute. Oh, ich werde so oft getroffen. Scheiße. Zum Glück habe ich immer eine kugelsichere Weste drunter. Komm, wir gehen jetzt schnell in den Lambo. Weg hier. Oh mein Gott. Touren, ich komme. Oh mein Gott, nur noch 20 Minuten. Denkt ihr, wir werden es schaffen? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh mein Gott, die wollen mich hier immer noch aufhalten. Schnell. Ist mir egal, ob ich mit 5 Sternen ins Krankenhaus reinlaufe. Aber wir müssen ihm schnell das Gegenmittel geben. Leute, hier in diesem Krankenhaus muss Touren liegen. Oh mein Gott, mir ist auch egal, ob ich mit 5 Sternen reinlaufe. Alter, guck mal, wie viele Kugeln ich hier abbekommen habe. Ich werde jeden Arzt abknallen, der es mir in den Weg stellt. So, komm. Einfach direkt rein, Tür aufschießen. Touren. Nein. Nimm Abschied, mein Kleiner, nimm Abschied. Ey, nein, nicht Abschied nehmen. Ey, ich hab das Gegenmittel. Ey, Touren, der liegt da unter der Liege.
Nein, Chung heute schon. Ey, Mr. Arzt, ich hab das Gegenmittel. Das Gift ist Cyankali hat er bekommen. Ich hab Beta-Alanin. Ne, warte mal, ich geb ihm das, Warte mal, hier, Edgers, hier, nehmen Sie das. Ja, danke schön. Wir können es nur probieren. Oh, sorry. Beeilen Sie sich schnell. Rein. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das reicht mit der Zeit. Ich weiß nicht, jetzt hilft nur noch beten und hoffen. Ach, Scheiße, warum liegt der überhaupt unterm Bett, Alter? Können Sie den nicht mal wieder aufs Bett drauf liegen, Arzt? Nein, das ist zu viel. Er darf nicht so viel Licht abkriegen, sonst wird er komplett durchdrehen. Ach du Scheiße, nein. Tuan. Leute, denkt ihr, wir haben es noch in der Zeit geschafft? Sie müssen rausgehen, ich muss hier alles fertig machen. So, wenn Sie wollen, dass er lebt, holen Sie raus. Kleiner Junge, geh auch raus. Okay, können Sie mir ein paar Tücher noch geben? Ich bin ein bisschen blutverschmiert. Ja, vorne liegt alles. Holen Sie, was danke, Sie brauchen. Danke, ey, Leute, ich hoffe, der Arzt schafft es, Turm wieder zusammenzuflicken. So, ist mir jetzt egal, ich will jetzt hier wissen, was los ist. Wir haben es geschafft. Ja. Hat der überlebt? Oh. Chung, komm rein. Alter, Tuan, wie geht's dir? Mein Magen tut mir ein bisschen rot. Alter, ey, Tuan, ich hab dir doch gesagt, das waren Spitzel, die dich umbringen wollten. Ey, und der Arzt, gehen Sie doch. Können Sie hier mal ein bisschen weggehen, Arzt, Alter? Ja, Entschuldigung. Ey, lass mich ein bisschen aufstehen, ich muss gehen. Oh. Ey, Tuan, das war echt knapp. Ich hab mein Leben gelettet. Ey, ich hatte echt Angst um dich, Tuan. Danke dir. Zum Glück hast du überlebt. Ey, Chung war auch schon, der hat auch schon geheult. Der dachte schon, er verliert seinen Papa. Oh, Max, ich danke dir, mein Bruder. Ich nie vergesse. Gerne doch, Tuan. Du weißt doch, eine Hand wäscht die andere. Ey, Tuan, ich muss weiter. Ich werde hier noch von der Polizei verfolgt, wenn du wüsstest, was hier abging, um das Gegengift zu holen. Und ich sag dir ehrlich, du musst ein bisschen aufpassen, dass niemand mehr in deinen engeren Kreis. Nur noch, du weißt. Ah, gar keine Mail. Tuan, jetzt nur noch solo mit Max. Ja, keep your circle small. Ja, pass auf dich auf, Tuan. Leute, Max, ich bring Zungen nach Hause. Tschüss. Das war's gewesen. Wir haben Tuan gerettet. Ey, das war ja heute wieder richtig Action. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Und sag mal ehrlich, sollen wir uns rächen beim FIB für die Aktion? Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex. Ja, Leute, ich mache an der Stelle auch Schluss. Ich hoffe, euch hat es immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne noch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich ebenso freuen. Und gerne noch einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, hier ist mein Kommentar immer gerne durch. Und dann würde ich sagen... Leute, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.